Alarm, es kommt ein Notruf an. Der Rettungsdienst, der ist jetzt dran. Bist du in Not, dann ruf dort an. Sie helfen dir, egal wo und wann. Feuerwehrmann Sam mit seinem Rettungsteam. Immer da, wo du sie brauchst, mit seinem Rettungsteam. Was immer dich bedroht, der Rettungsdienst hilft dir in der Not. Dino Abenteuerkumpel. Los, hier geht's lang. Oh, Schulausflüge sind das Allerbeste. Was wir wohl heute unternehmen werden? Ich weiß schon genau, was wir heute machen. Wir graben echte Dinosaurierknochen aus. Professor Pickles hat hier eine Dino-Fundstelle. Da drüben ist sie. Wow. Also aufgepasst, heute lautet die Aufgabe: Zeichnet Bilder von Wildgewächsen. Ja, und wilde Echsen sind Dinos. Es geht um Wildgewächse. Was? Wie jetzt? Wildgewächse? Es kann losgehen. Sucht euch eine Pflanze für die Zeichnung. Und bleibt ja schön in der Nähe vom Bergsteiger-Erlebnispark, damit ich weiß, dass ihr alle in Sicherheit seid. Oh, ich hätte so gern die Dinosaurierknochen gesehen. Das könnten wir ja auch. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu der Ausgrabungsstätte der Dinoknochen. Könnten wir? Aber Frau Chen hat doch gesagt, wir sollen ja nicht vom Bergsteiger-Erlebnispark weggehen. Das gilt doch nicht, wenn wir nur kurz hinschauen. Ja, aber wirklich? Ah, cool bleiben, James. Das gibt sicher gar keinen Stress. Warte, wir könnten die Dino-Abenteuerkumpel sein. Die Dino-Abenteuerkumpel? Nur wir beide? Ich werde ein super toller Dino-Abenteuerkumpel. Dann komm mit. Jetzt sehen wir uns die Dino-Ausgrabung an. Tag, Polizeimeister Malcolm. Polizeihauptmeisterin Ravani. Guten Morgen, Sam. Nur keine Sorge, Shadow. Dir habe ich doch selbstverständlich auch einen Knochen mitgebracht, nicht wahr? Schnuffi freut sich wirklich sehr auf sein bevorstehendes Spürhundetraining. Fantastisch! Du willst doch bestimmt nicht beide Knochen für dich haben, Schnuffi, oder? Ich denke, das will er. Oh, da ist es. Oh, was für tolle Dinosaurierknochen Professor Pickles wohl schon gefunden hat. Es führt nur ein Weg zu der Antwort. Da rein. Aber das ist gefährlich. Sieh doch das Schild. So ein Schild steht ja aber nicht da, weil es gefährlich ist, James. Das steht da, um Leute abzuschrecken, die voll keine Ahnung haben. Die stören die Dino-Ausgrabung. Na und wir haben doch voll die Ahnung. Hey, wir sind Dino-Abenteuerkumpel. Und Dino-Abenteuerkumpel stehen auf... Alles, was nicht gefährlich und absolut sicher ist? Nicht doch. Auf Dinosaurier natürlich. Na los! Komm! Jetzt lass doch die Knochen mal los, Schnuffi. Ich habe da eine Idee. Brauchst du denn beide? Sieh mal, Schnuffi, hier ist ein Ball. Sehr gut, Schnuffi, hier. Shadow? Ich kann's doch gar nicht wirklich glauben. Wir sind auf einer echten Dinosaurier-Ausgrabungsstätte. Hey, sieh mal da vorn. Wow, das ist ja irre. Aber anscheinend hat Professor Pickles bis jetzt noch nicht einen einzigen Dino-Knochen gefunden. Wir erledigen das für ihn. Komm mit, Dino-Abenteuerkumpel. Um alles abzusuchen, müssen wir uns trennen. Wirklich? Müssen wir das machen? Na klar. Na gut. James? James! Oh nein, James, was ist passiert? Nicht doch! Ah! Oh, hey, James. Oh, das ist ein alter Minenschacht. Deswegen stand das Schild da. Und jetzt sind wir in Gefahr. Wie kommen wir denn da bloß wieder raus? Wir hängen hier fest! Also dann, sind wir vollzählig? Oh, James und Peter sind gar nicht hier. Nanu? James? Peter? Oh nein, ich muss den Rettungsdienst anrufen. Jetzt hört gut zu. Keine Knochen und keine Bälle.
Gut, dann starten wir jetzt das Spürhundetraining. Peter und James werden in den Bergen vermisst. Es ist dringend eine Such- und Rettungsaktion erforderlich. Peter und James werden in den Bergen vermisst. Es ist dringend eine Such- und Rettungsaktion erforderlich. Shadow, Schnuffi, heute ist kein Training. Das wird für euch Spürhunde ein echter Einsatz. Fest. Ich habe nur noch kalte Fischstäbchen zu essen. Wir müssen sie finden, bevor es dunkel wird. Mhm. Keines der Kinder durch die Wärmebildkamera in den Wäldern zu entdecken. Und auch hier in den Bergen ist nichts zu sehen. Ich gehe mal weiter runter. Oh, ich denke, Sie haben was gewittert. Überall Warnschilder. Ja. Hast du das? Ja. Hier! Hilfe! Hilfe! Ganz ruhig bleiben. Wir holen euch da gleich raus, ihr zwei. Wir haben sie. Aber wir werden deine Hilfe brauchen. Ich bin gleich bei euch. Alles klar. Peter, ich komme jetzt runter und hole dich zuerst. Und danach komme ich runter und hole dich, James. Ganz vorsichtig, Christina. Verstanden, Sam. Alles klar. Es kann losgehen. Zieh uns rauf! Schnell! Was ist das denn? In Ordnung, James. Dann holen wir dich jetzt mal hier raus. Es tut uns echt leid, Feuerwehrmann Sam und Polizist Malcolm. Wir hätten uns nicht fortschleichen dürfen von der Gruppe. Und wir wissen auch, was so Warnschilder sollen. Wenn sie dastehen, dann bedeutet das, sei vorsichtig. Und das solltet ihr auch immer beachten und niemals vergessen. Was ist denn hier passiert? Es ist doch niemand verletzt. Ach, keine Sorge, Professor Pickles. Nur eine kleine Rettungsaktion für zwei Dino-Abenteuerkumpel, die in Gefahr schwebten. Ja, entschuldigen Sie, Professor Pickles. Ja. Aber während ich da unten rumhing, hatte ich die Gelegenheit, dieses Bild zu schießen. Das könnte was sein. Nicht übel, James. Wie jetzt? Das sieht voll aus wie ein Schenkelknochen vom T-Rex. Was für ein unglaublicher Fund. Wenn die ganze Gegend hier erst abgesichert ist, seid ihr beide herzlich willkommen, bei der Ausgrabung zu helfen. Und dadurch lernt ihr dann alles über Dinosaurier. Hey, wir können ohne Stress die Dino-Ausgrabung mitmachen. Du meinst, wie echte Dino-Abenteuerkumpel.